Und wenn ich mich gruseln will, dann gucke ich mir halt Annegret Kramp-Karrenbauer an. Dann muss ich nicht. Ist ja so, du musst ja nicht. Wir wollen uns heute Abend mit Qualität durchsetzen, deswegen lachen Sie nur, wenn es lustig ist. Wie gesagt, es ist die erste Show. Carsten. Ja. Wo waren wir? Bei dir. Das war ein Insider, aber man muss sich das auch leisten. Und ja, also es ist. Das ist noch eine Frage. Ja. Ich mag den Drive, den wir haben. Weißt du, was die Minute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kostet? Geld. Geld ist unser nächstes Thema. Und da hat auch der erste Redakteur seinen Job verloren. Oh, das ist alles geschrieben hier? Da habe ich nichts von gemacht. Das ist alles völlig sinnlos. An der Nummer haben drei Redakteure gearbeitet. Ja? Ich möchte es nur an der Stelle mal drei. Hallo Intendanz. Ich möchte die Sendung nicht mehr machen. Das Publikum ist furchtbar. Ich verstehe jetzt, was das Problem ist. Wenn die DDR gewonnen hätte, würde dann Karl-Marx-Stadt trotzdem Chemnitz heißen? Oder? Weil, wenn die DDR gewonnen hätte, dann hätte die DDR ja Zugriff auf Trier gehabt. Das wäre ja dann Karl-Marx-Stadt gewesen. Ich glaube, da war jetzt so viel drin, das müssen wir erstmal googeln. Ja? Trier zum Beispiel. Sehen Sie live ein überfordertes Publikum im RBB-Fernsehen. Es wird ein langer Abend. Vergessen Sie den Gag. War eine Klatschstelle. Einer lacht, aber es ist halt einer. Es läuft richtig gut jetzt. Willkommen in der Fernsehhölle. Wenn man einen schwachen Gag hat, ne, man baut ja meistens auf, dann nimmt man drei. Ne, man hat den Schwächsten macht man als erstes, dann macht man den zweiten, der so einigermaßen geht. Und der letzte ist eigentlich wirklich der einzige Gag, den man hat. Aber wenn man Strecke machen muss im Live-Show, dann nimmt man alle drei Gags. Dann mach den zweiten jetzt. Das war der erste gerade. Wir spüren das. Ne? Pointentechnisch geht es da ein bisschen aufwärts. Und jetzt kommt ja eigentlich, wir hatten nur einen Gag. Ne? Aber wie gesagt, die Praktikanten müssen ja auch irgendwas machen. In Deutschland könnten bis 2036 jeder fünfte neue Rentner von Armut betroffen sein. Das ist unser Zuschauer. Nee, ist gut, nee, nicht an der Stelle. Komm. Geht's dir gut, Anna? Ja. 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 Ja, jetzt auch. Wir kommen ja langsam in den entspannten Teil. So, Politiker ja, ist gleich sind vorbei. Ne? Es ist gleich vorbei. Komm, lass uns diese Scheiße zu Ende machen. Das war die erste Abendshow mit mir und ich muss sagen, es lief fantastisch. Und jetzt meine Lieblingspointe des heutigen Abends. Falls Sie investieren wollen, aus Stuttgart kommen, der Sanifair-Bon steht im Moment tatsächlich besser als das britische Pfund. Aber Scheiße ist beides.